Hallo, meine Lieben, das ist die Wochenbotschaft von morgen, 30. Oktober bis zum 5. November. Ich glaube, 5. November. So. Ich nehme aber eine Zusatzkarte. Um was geht es sozusagen? Was ist dein Thema für die kommende Woche? Bitte nicht vergessen, es ist Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann passen oder nicht passen. Bitte genauer schauen, um wie geht die Resonanz. Es sollte helfen, reflektieren, anschauen, Situationen, vielleicht auch nachdenken. Es könnte auch Impulse geben über die Situation in der kommenden Woche. Ich gendere nicht, liebe Männer, ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Wenn du oft das meine Videos anschaust, dann freue ich mich auch, wenn du abonnierst. So, die erste Karte sagt, ja, die ersten zwei Karten sagen, was es geht dabei, ne? Bei der ganzen Geschichte in der kommenden Woche. Hier geht es Zufall. Durch Zufall bekommst du eine Nachricht. Vielleicht jemand auf irgendwelchen Medien durch Zufall dich anschreibt oder auch bekommst zufällig glückliche Nachricht, weil ich gehe davon aus, dass es Zufall hier ist, gesagt als Glück, von jemandem Nachrichten, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Und das scheinbar wird dich auch erfreuen. Also unverhofft kommt immer oft. Und ich freue mich immer wieder, wenn etwas Plötzliches, Unverhofftes kommt. Oder ist es durch Zufall, bekommst du irgendwelche Informationen, ne? Das kann auch eine schriftliche Nachricht sein, ne? Nicht nur Anruf und so weiter. So, was gewinnt in der kommenden Woche an Kraft, an Energie, an Power? Hier wird wieder, ich glaube, es ist auch in dieser Woche, war ein älterer Herr. Das ist meistens auch Mentor, Chef, jemand, der ist dir gut gesinnt, kann auch Vater, Schwiegervater sein, kann auch natürlich auch jemand aus Verwandtschaft sein, aber das ist meistens ältere Person und diese Person ist gut gesinnt dir gegenüber. Die andere Seite ist auch von der Legung ist, diese Person, es geht um Eifersucht, auch Machtstreben, das ist auch machtvolle Person zum Beispiel, ne? Das konnte auch ein Thema sein. Was verliert an den Power? Irgendwas im Freundeskreis oder irgendwas mit Treue zu tun. Es ist auch irgendwo, wo wir in gewisser Art, in Anführungsstrich sogar dienen. Ne? Das verliert an ihrer Macht. So. Was noch im Dunkeln ist. Im Dunkeln ist irgendwas verbinden. Ich nehme weitere Karte. Bindung nehmen. Irgendwas verbinden. Also Brücken bauen. Ich nehme die zweite Karte. Du musst etwas untersuchen. Okay, noch die dritte Karte. Aha. Also, du musst irgendwie eine Brücke bauen und untersuchen irgendwas im Haus. Familie. Meistens haben wir auch so ein bisschen Vorahnung. Hey, jetzt nur als Beispiel wäre natürlich, hey, mein Kühlschrank gibt Geist auf. Als Vorahnung oder das kann auch im Haus irgendwelche Themen sein, in deinem Haus oder in deiner Familie. Auch kleine, aber auch große. Ne? Hier vielleicht auch solltest du untersuchen, Stabilität, weil Stabilität auch oder Geborgenheitsthemen, dass es auch verbunden ist mit sozusagen auch als Haus. Jetzt ist mir etwas völlig in den Kopf geschossen. Es ist meistens so, dass ich lege nach dem Flow. Es ist so, dass hier vielleicht jemand versucht eindringen in deine Privatsphäre. Haus ist Privatsphäre. Und jemand, der unter Lupe nimmt, vielleicht
jemand versucht, untersuchen deine Privatsphäre. Privatsphäre, das ist zum Beispiel, wo du gehst, wo du, was du machst, was in dein Inneres sozusagen, was du nicht jedem mitteilst, vielleicht nur Angehörigen, Familie und Freund und Bekannter und so weiter. Aber hier ist wirklich tiefes möglicherweise Eindringen in der Privatsphäre. Jemand beobachtet dich. Jemand sammelt vielleicht auch Informationen, vielleicht aus Neugier, wie geht es dir, aber es kann auch sein, als Grund, um sozusagen dich verletzen. Du musst schauen, was verliert an Kraft? Nein, falsch. Die Karte sagt uns, was du ganz klar erkannt hast in der Vergangenheit oder erkennen wirst. Irgendwas, was das Gutes ist und viel Energie dir gibt. Die weiteren Karten sagen weiter, um was wirklich es geht und auch sozusagen Erweiterung für die kommende Woche. Hier geht es um Nachricht, die ist unterwegs. Also, für mich persönlich, es ist so, in Vergangenheit hast du ganz klar erkannt, auch Glücksfall, irgendwas für dich war Gutes. Bitte relativieren. Hier geht es nicht um Millionen auf dem Konto und hier geht es nicht um den großen Glücksfall. Es kann sein, dass du durch irgendwas ganz klar erkannt hast, zum Beispiel, wie es du umgehst mit deiner Energie, mit deiner Power oder wo du Kraft bekommst. Das ist ganz wichtig. Manchmal wir wirklich laufen durch den Nebel und wir finden nicht, warum wir so ausgesaugt werden oder wo wir verlieren die Kraft. Ich meine, mit 20, wenn ich überlege, mit 20 habe ich den Tag sozusagen viel Zeit verbracht und gemacht und getan, die Nacht noch Party und am nächsten Tag sozusagen gearbeitet, kaum geschlafen, ich war fit wie Turnschuh fast. Mit Jahren gibt es nach. Und man auch erkennt, dass man auch anders muss mit der Kraft auch umgehen, mit dem Allen, mit eigener Energie, mit Aufmerksamkeit, ne? Wo wir geben unsere Energie und natürlich auch, was kommt auch zurück. Es ist auch so, dass du hast auch irgendwas, war auch mit dem Freundeskreis, was verliert auch die Kraft, vielleicht auch hast du da Kraft getankt oder auch hast verstanden, dass es im Freundeskreis gibt auch Menschen, die kleine Vampire sind. Und immer wieder jede neue Woche sozusagen eine Schlagzeile, wie in Bild-Zeitung fast. Aber hier geht es eher um den Zufall. Für dich wird irgendwie ein älterer Mann eine Rolle spielen, eine schöne Nachricht. Und du wirst dann irgendwie auch gucken, auch irgendwie untersuchen. Irgendwas untersuchen im Haus. Vielleicht hat das irgendwas, du musst auch irgendwas im Haus suchen. Das kann auch sein, ne? In Haus suchen, das kann von irgendwelchen Unterlagen sein oder irgendetwas, was du dann brauchst, um irgendwas übermitteln, vermitteln, irgendwas, irgendwo Brücke bauen. Und hier geht es wirklich eine Nachricht, die ist auf dem Weg. Wahrscheinlich diese Nachricht ist jetzt auf dem Weg und in nächster Woche kommt für dich an. Schau dir, was diese Karten dir mitteilen können. Sozusagen, um was es geht. Und ich freue mich, wenn du positive Nachrichten bekommst, wenn bei dir geht auch voran und dir es auch gut tut. So, das ist die Wochenbotschaft für die kommende Woche. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der neuen Woche, ganz viel Stärke. Denkt daran, die Mondfinsternis hat noch ein paar Tage Nachwirkung, sozusagen. Das wird noch ein bisschen hinziehen, sozusagen mit der Energie. Ja, bleibt in der Mitte, bleibt bei sich selbst. November wird auch knackig, bis in Anfang Dezember, dann haben wir ein bisschen Puste und dann geht es wieder sozusagen in nächstes Jahr wieder was los. Aber sozusagen können wir vorankommen, peu à peu. Bleibt in der Mitte und für Stück für Stück weitergehen. So, alles Gute, bis bald.